So, da sind wir wieder. Also, wenn es gleich aufgeht, laufe ich gleich vor. Schnell, schnell, schnell. So, hier sind wir jetzt sicher. Da ist irgendwas in der Nische und die Tür scheint keinen Schalter zu haben. Was nicht gut ist. Okay, klauen wir erstmal den Gegenstand aus der Nische. Beim nächsten Treffer von diesem Buschding laufe ich davor und schnapp mir das. Haben wir den nicht schon? Halten wir das da. Ja, Stärke plus 1, Regeneration plus 10 und mehr Essen. Das kann er jetzt mal tragen, einfach nur, damit er mehr tragen kann. So, irgendwo muss jetzt aber noch ein Hebel sein, um die Tür aufzukriegen. Ich sehe da nichts an der Wand. Hier bei einer der Statuen vielleicht? Nee. Oh, der hat nur ein Schild und der hat... Nee, der hat Keule und Schild und er hat nur ein Schwert. Wenn hier jetzt irgendwo ein Steinschild rumliegen würde, dann wüsste ich, was ich machen müsste. Aber so... Na gut. Vielleicht müssen wir auch einmal runterfallen und da irgendeinen Schalter drücken. Ich laufe jetzt einfach mal direkt vor die Tür. Oh, unser Freund ist wieder da. Ja, ein Backstab für 19 Schaden. Da hat unser Dieb den Tod echt verdient. Du hast wieder einen Hammer dabei und sonst nichts. Hier haben wir einen Bolzen, den brauchen wir auch nicht. Kräuter brauchen wir immer. Die waren zum Bombenbasteln, auch wenn ich da nicht so der Fan von bin, weil dafür Glasflaschen draufgehen. Also nehme ich jetzt einfach mal an. So war es in Dungeon Master ja auch. Hier unten ist jetzt aber kein Hebel. Gucken wir uns mal kurz die Decke an. Hier müssten ja theoretisch genauso viele Felder offen sein wie oben. Wenn dem irgendwo nicht so ist, könnten wir daraus vielleicht was ableiten. Aber... Ist der Gang oben nur 3 breit gewesen? Ja, 3 breit, 5 lang. Und ja, ich habe jetzt rausgefunden, wie man blättert. Einfach die Pfeiltasten. Wurde ich im Kommentar darauf hingewiesen, dass es ganz am Anfang ja schon drauf stand. Aber ja. So, also 3 breit, 5 lang. 3 breit, 2, 3, 4, 5 lang. Na gut. Also egal, wo wir runterspringen, wir werden immer hier landen. Das heißt, wir können nicht das taktische in die Gruben springen benutzen, um irgendwo hinzukommen. Oh, was haben wir hier? Ein schweres Schild. Plus 10 ausweichen? Na gut. Er ist überladen. Ja, stimmt, wir wollten eigentlich ein paar Sachen aussortieren. Aber das können wir gleich mal machen. So. Wie kommen wir wieder hoch? Ach, nehmen wir doch die Treppe da. Und wir kommen direkt vor dem Rätsel wieder raus. Das ist doch mal praktisch. So, ich nehme jetzt einfach mal an, dass hier hinter auch der Weg in das nächste Stockwerk ist. Das heißt, wir können hier unsere ganzen Sachen mal deponieren. Also, Schuhe können weg. Feuerball habe ich irgendwie inzwischen gemerkt. Westmoos Schriftrolle kann auch weg. Die Torum-Notiz über die Fackeln können auch weg. Unsichtbarkeit kann auch weg. Die haben wir schon einmal irgendwo. Essen, Essen... Leere Kiste, leere Kiste. Und der Helm kann hier bleiben. So, wie schwer sind die Beutel?
mal, wie schwer ein leerer Beutel ist. Leerer Beutel 0,4. Leere Kiste 3. Hat dafür aber auch 4 Slots mehr. Ich denke, ich werde trotzdem eine Kiste hier lassen. Essen kann alles da rein. So. Schädel bleiben auf jeden Fall da. Die Edelsteine auch. So, hat er die irgendwas? Das ist die Notiz darüber, dass er alle Schalter und Hebel gedrückt hat. Die behalten wir auf jeden Fall. Essen auch. Kompass auch. Die ganzen Bomben auch. Nö. Er ist soweit okay. Was haben wir hier? Schock. Den haben wir langsam drauf, den Spruch. Den Giftbolzen auch. Das Feuerschild auch. Dunkelheit auch. Giftwolke auch. Unsichtbarkeit, noch nicht so wirklich. Giftschild schon. So, die Wurfäxte. Ich nehme mal an, die wären bei Minotauren ganz gut, weil er ja recht viel Stärke hat. Aber... nee. Wir müssen echt mal ein bisschen aussortieren. So, was ist hier drin? Ein Rezept, das ich noch nicht ganz so gut drauf habe. Ja, das können wir drin lassen. Die Kräuter. Na gut, das reicht soweit. Und bei ihm, das kann noch in die Kiste mit rein. Eine Kiste voll Essen, ein Sack mit ein bisschen was zu essen. Und der Speer. Ja, den werden wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Und der wiegt 3 Kilo, also ja, lassen wir auch hier. Obwohl das echt praktisch so ist, wenn er mal keinen Mana hat, aber selbst wenn, das macht nur 10 Schaden oder so. Ja komm, der spendet halt auch hier und dafür kriegt er jetzt mal den Kompass in die Hand. Nur für den Fall, dass wir irgendwann mal auf Dreher treffen. So, da ist jetzt Norden. Da ist Osten. Hä? Da ist Norden, weil es rot ist und nach oben zeigt. Achso, dann ist da Norden, jetzt ist hier Westen. Ja, okay. Kompass funktioniert. Und der Benutzer des Kompass hat jetzt inzwischen auch rausgefunden, wie er funktioniert. So, wir kommen hier jetzt aber immer noch nicht weiter, weil in dem Raum war kein Schalter. Vielleicht hat uns der Turm da geholfen, indem er gesagt hat, alle Schalter drücken, alle Türen öffnen. Und dann geht es wohl irgendwie weiter. Hier sind ja auch jede Menge Schalter. Und ich höre eine Tür aufgehen. Also, ich habe mir zumindest eingebildet, ich habe eine Tür aufgehen hören. Ja, ich habe es mir eingebildet. Du bist auch gedrückt. Da kamen wir her. Wo waren noch Schalter? Ich lausche gerade ein bisschen angestrengt. Ha. Da war noch ein extra Klick bei, hört mal. Das Klick am Ende war bei anderen nicht. Bei dem schon. Aha. Ich habe jetzt nur die Schalter gedrückt, wo es Klick gemacht hat. Und ein Assassin's Dagger. Das klingt doch wie für unseren Schurken gemacht. Brauch Dolche 10, Angriffskraft 15, Zielsicherheit plus 10. Ja, ist besser. Und ein Treffer zieht die Lebenspunkte vom Gegner ab und fügt sie dem Charakter hinzu. Das ist doch sehr, sehr schick. Zwar nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich das Rätsel lösen, aber wir wollen nicht meckern. So, Licht. Wir bräuchten demnächst mal wieder Fackeln. Aber die Teleporter. Müssen wir jetzt echt jede Tür aufmachen? Das wäre ganz schön anstrengend. Aber gut. War der schon vorher da? Hm. Nö, wahrscheinlich nicht. Sonst hätten wir ihn hier einfach mitgenommen. Na gut. Und es gab nicht mal ein Secret dafür. War ja komisch. Wo zur Hölle sind wir? Hey, wir sind ganz woanders.
Okay, also der Teleporter nicht da. Der Teleporter ist B. Und hier ist B Ausgang 1. Hm. Na gut, springen wir mal hier runter. Die drei in der Reihe. Die drei in der Reihe. Okay, ist egal, wo wir runtergesprungen sind. Und wo kommst du jetzt schon wieder her? Blitz. Ah, die ist vielleicht von oben runtergefallen. Hm. Und eigentlich würde ich nochmal ganz gerne zum blauen Kristall zurück, denn unser Dieb kriegt die ganze Zeit keine Erfahrungspunkte. Also, ich gehe mal davon aus, dass Tote keine Erfahrungspunkte bekommen. So, jetzt hier nach Süden. Unterwegs halten wir die Augen offen nach Schaltern und Türen. Da ist offen. Ist offen, ist gedrückt. Hier ist eine geschlossene Tür, aber die ist auch... Können wir das mit einem Gegenstand irgendwie? Nee. Aber es ist auch keine Tür, sondern Gitter. Okay, das ist Semantik, aber schauen wir mal auf die Notiz. Es muss früher einmal Menschen hier gegeben haben. Aber als ich durch diesen Ort gegangen bin, kam es mir vor, als wenn ich der Erste wäre, der alle Türen geöffnet hat und alle Knöpfe gedrückt. Vielleicht ist das auch gar kein Hinweis auf ein Rätsel, sondern einfach nur Schreibstil. Aber dass er der Erste war, der hier wirklich was machen konnte. Alle anderen waren nur Gefangene. Sowas in der Richtung. Obwohl, bisher waren die meisten von seinen Sachen irgendwelche Hinweise. Zum Beispiel Essen, das er versteckt hat. Oder Gegenstände, die in Löcher runtergefallen sind, wie seine Lederhose. Sowas halt. Gehen wir mal zurück in den Raum mit den ganzen Fallgruben und gucken uns dann mal genauer um. So, ich höre schon wieder scheppern. Was hast du gemacht? Achso, hier ging es wieder runter. Nee. Geh schön wieder hoch. Das war knapp. So, jetzt werden wir durchgehend von diesem Photonenstrahler hier bombardiert. Aber das macht nichts. Denn Photonen sind nur Licht. Also, da sind nirgendwo Schalter. Oh doch, irgendwo könnte so ein... Da ist ein Knopf. Also, treffen lassen. Drücken. Tada. Oh oh. Ja, tada im wahrsten Sinne des Wortes. Blitzstrahl. Das Geräusch ist cool von dem Blitzstrahl. Das war jetzt schnell. Wahrscheinlich hat der Blitzstrahl gerade 500 Schaden gemacht, ohne dass wir es gesehen haben. Ja, davon bin ich überzeugt. Ah, 106 zumindest. So, also... kurz schlafen, weil ich höre noch ein Feuerlater. Irgendein guter Spot, wo wir uns verbunkern können? Ja, hier. So, jetzt schlafen. Aber gut, dass das von Torum jetzt nicht wirklich ein Rätsel war, denn alle Türen, alle Knöpfe drücken wäre recht anstrengend geworden. Zum einen müssten wir erstmal alle Schalter und Türen finden. Und bei manchen Knöpfen weiß man ja auch nicht, ob jemand schon gedrückt hat oder nicht. Also halt bei den Knöpfen und nicht bei den Schaltern. Bei den Schaltern sieht man es ja. So. Eisdingens, Blitzstrahl. Ja. Und hier speichern wir mal ab. LP 57. Und bis gleich.